Wenn es um das Thema geht, große Steigungen zu bewältigen, sind die meisten Mähroboter bis durchschnittlich 35% ausgelegt, was im Grunde schon recht ordentlich ist. Nicht so aber der Mamotion Luber AWD5000. Dieses Monster ist konzipiert für Steigungen bis zu wahnsinnigen 75%, also mehr als das Doppelte eines herkömmlichen Mähroboters. Ob er wirklich hält, was er verspricht und ob er diese Steigung bewältigen kann, das werden wir uns im heutigen Extremtest anschauen. Aus diesem Grund, lasst uns keine Zeit verlieren, starten wir gleich nach dem Intro. Aber falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren sowie die Glocke aktivieren, um künftig kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise des Geräts zum Unterstützen findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für dein Zutun und damit los geht's nach dem Intro. Der Luber AWD 5000 von Mamotion ist ohne Frage einer der beeindruckendsten Mähroboter, welchen ich je auf diesem Kanal getestet habe. Falls du das Video hierzu noch nicht gesehen haben solltest, schau es dir unbedingt an. Ich werde es dir einmal hier oben rechts auf der Infokarte verlinken. Es wird sich lohnen. Das Gerät ist nicht nur ausgelegt für 5000 Quadratmeter, sondern soll auch Steigungen bis zu unglaublichen 75% bewältigen. Umgerechnet sind dies sage und schreibe 36,87 Grad. Das jedenfalls soll in der Theorie möglich sein, ob es in der Praxis genauso gut funktioniert, das werden wir uns im heutigen Test anschauen. Da ich auf meiner Rasenfläche keine solch enorme Steigung habe, wo ich den Mähroboter ausführlich testen konnte, habe ich den Luber einfach kurzerhand demontiert, alles auf den Handwagen geladen, was ich für den Test benötige und mich auf den Weg gemacht. Am Zielort angekommen, habe ich nun die Station für den Luber am Fuß des Berges aufgebaut und angeschlossen. Die Stromversorgung erfolgte über eine mobile Powerstation, welche ich bereits auf diesem Kanal vorgestellt habe. Das Video findest du hier rechts oben auf der Infokarte. Nachdem ich also nun den Luber in Betrieb genommen habe, ist es nötig, dass wir die vorhandene Karte in der App zurücksetzen, da die Position der ATK-Basisstation verändert wurde. So weit, so gut. Ich würde sagen, wollen wir uns nun einmal den Berg oder eher gesagt die Erhöhung, welche der Luber gleich erklimmen soll, anschauen. Hierfür habe ich nämlich in meiner Umgebung den steilsten mir bekannten Hügel rausgesucht und das mehr als ca. 70 cm hohe Gras auf eine normale Höhe runtergemäht, damit der Luber auch hier hochfahren kann. Als nächstes prüfte ich mit dem digitalen Neigungsmessgerät von Bosch die Steigung in unterschiedlichen Etappen. Das Video zu diesem Gerät findest du ebenfalls hier oben rechts auf der Infokarte. Der erste Messpunkt, welchen ich setzte, besaß eine Steigung von gerade einmal 10%, gefolgt von 19% in der Mitte der Erhöhung und zuletzt die maximale Steigung an der Spitze des Hügels mit wahnsinnigen 52,7%. Wie man sehen kann, ist der Hügel mit seinen 52% bereits extrem steil, wobei der Luber aber noch einmal unfassbare 20% mehr Steigung bewältigen soll. Ich würde sagen, einmal abwarten, ob er überhaupt die 52% schafft oder bereits hier versagt. Denn sobald wir einmal einen Blick auf den Untergrund werfen, kann man erkennen, dass dieser keinesfalls optimale Voraussetzung bietet. Das bedeutet, die Grasnarbe ist karg und speziell im oberen Bereich des Hangs, wo es erst interessant wird, ist der Boden extrem sandig und bietet sehr wenig Haftung im Vergleich zu einer normalen Rasenfläche. Da es sich hierbei aber um einen Extremtest handelt, ist es genau richtig und ich würde sagen, wollen wir den Luber einmal den Berg erklimmen lassen, los geht's. Wie man sehen kann, die erste Etappe mit 10% problemlos gemeistert. Die nächste Steigung 20%, ebenfalls ohne Schwierigkeiten und jetzt wird es interessant, wir gehen auf die 52% zu und nun, wow, schaut es euch an, er ist oben angekommen. Ich muss zugeben, damit habe ich wahrhaftig nicht gerechnet, dass er beim ersten Versuch direkt ohne Schwierigkeiten oben ankommt. Glückstreffer oder nicht, ich habe den Mähroboter noch ein paar weitere Male hoch und runter fahren lassen und ebenfalls keine Probleme festgestellt. Das Interessante dabei ist, wie bereits erwähnt, der Punkt, dass der Untergrund sehr locker ist, aber die Räder des Mähroboters nicht einmal ansatzweise durchdrehen, egal ob man den Berg in einem Zug hochfährt oder in der Mitte startet.
Auch habe ich versucht, mit dem Miroboter einfach mal am steilsten Punkt 180 Grad zu wenden, was ebenfalls machbar war, aber natürlich nur bedingt empfehlenswert ist, da er somit den Untergrund stark beansprucht. Speziell in meinem Fall hatte der Luba bei einem sehr lockeren Untergrund nach der ersten Wendung bereits gute Löcher gegraben. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, egal wie oft ich den Miroboter den Hügel hoch und runter fahren lassen habe, im Praxistest konnte ich keine Schwierigkeiten bei einer Steigung von stolzen 52% und einem alles andere als vorteilhaften Untergrund feststellen. Demzufolge ist es meiner Meinung nach durchaus realistisch, dass der Miroboter auf einer normalen Rasenfläche, auch wenn diese nass sein sollte, problemlos die 75% Steigung bewältigen kann. Somit ist der Luba AWD 5000 meiner Meinung nach ohne Frage das Nonplusultra, wenn es um einen Miroboter geht, der sowohl riesige Flächen bewältigen als auch Steigung erklimmen kann. In diesem Punkt ist es sehr schwierig, dem Gerät das Wasser zu reichen. Und damit würde mich nun einmal interessieren, hättest du vermutet, dass der Luba wirklich eine so enorme Steigung schafft oder nicht? Wie ist deine Meinung diesbezüglich? Schreib sie mir gerne einmal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Und damit war's das mit diesem Video. Falls es dir gefallen hat, dann zeig es gerne mit einem kräftigen Daumen nach oben. Und falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal kostenlos abonnieren sowie die Glocke aktivieren, um künftig kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.